Borussia BB2K Airsoft Channel. Ihr seht den Weihnachtsmann da hinten. Der hat noch ein kleines Paket für mich. Und zwar ist Weihnachten zwar schon vorbei, aber das Paket hatte ich vorher schon bekommen. Denn ich habe mir mal was gegönnt. Und ihr werdet es nicht glauben, obwohl ihr wisst ja schon, was ich mir gegönnt habe. Sonst würde es ja nicht da oben drauf stehen. Ich klaue dem Weihnachtsmann mal das Paket. Ich habe ein AR-15 erworben. Von der Firma Sniper gekauft. Und ihr denkt, AR-15, der Bruce sagt doch immer AR-15, was langweilig. Hier, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, weil das ist wirklich, ja, spricht den Sammler extrem an. Und ich erzähle nicht so viel, ich packe jetzt aus und ich werde mich auch bemühen, nicht extrem zu viel zu erzählen, damit auch für das Video noch was übrig bleibt. Ich habe mir ein AR-15 gekauft und zwar von der Edelschmiede GHK. Die bauen ja wirklich extrem hochwertige Gas-Blowback-Modelle. Und hier, ich habe ja von der GHK habe ich nur die AUG, nur kann man sagen, alles andere fehlt mir noch, AK und M4. Und ich wollte erst M4A1, habe ich immer noch im Kopf, aber jetzt musste ich auch was anderes, weil der Preis war eigentlich gar nicht mal so schlecht. 690 € hat hier diese GHK gekostet. Zunächst denkt man, ziemlich hochpreisig, aber wenn man mal ein bisschen schaut, es ist gar nicht mal so teuer, weil wir haben jetzt hier zweierlei Lizenzen. Denn in dem Karton, jetzt sage ich es euch, was ihr da oben liest, ist die Daniel Defense Colt MK18 Modell 1 voll lizenziert. Das heißt, wir haben hier Daniel Defense drauf und die Colt Markings, das Pferdchen, alles traumhaft GHK-mäßig verarbeitet und ich hoffe, dass es jetzt auch so ist, denn ich habe es ja selber noch nicht in der Hand gehabt, habe aber schon viel gesehen. So, Rechnung, 690 € kostet das gute Ding, wie gesagt. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier alles dabei haben. Papier. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Kaum ist das Weihnachtsgeschenkpapier weg, geht es schon wieder weiter, aber ich habe hier noch was richtig cooles dabei. Das hat den Sniper hier noch dazu gelegt. Ein T-Shirt. Corona Survivor Tour 2020. Richtig genial. I survived. Wir bleiben zu Hause. Achso, hier die ganzen Hashtags, die da so dieses Jahr unterwegs waren. Ziehe ich das schon an? Eigentlich nicht, oder? Ich habe ja 2020 ist noch und ich hoffe mal, auf Klopf auf Holz, dass da weiter nichts passiert. Und daher denke ich mal, ziehe ich das T-Shirt wirklich erst 2021 an, denn das ist ja nicht mehr so lange hin. Richtig genial und ich sehe, hier ist noch ein zweites T-Shirt. Und das heißt, also eins behalte ich auf jeden Fall. Das zweite, das geht raus. Wer das haben möchte, der schreibt mal unten in die Kommentare Hashtag Corona Survivor 2020. Und ich fische mir dann einfach einen raus, so mit dem Finger. Und der bekommt dann dieses T-Shirt. So, jetzt aber, ich schweife wieder ab, aber diesmal ist Sniper schuld mit den T-Shirts. Danke, 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 richtig geil. Freue mich schon, das am 1. Januar zu tragen. So, jetzt. Der Karton ist riesig, aber jetzt wird der Karton hier drin kleiner. So sieht der. Warte, jetzt muss ich das erstmal den Weihnachtsmann wieder zurückgeben irgendwie. So sieht der Karton aus, also GHK typisch. Nichts Besonderes, außer dass wir hier diesen Aufkleber jetzt drauf haben. Daniel Defense Lizenzprodukt. Und ich habe ja schon immer gedacht, ich hole mir mal einen GHK, obwohl das Bändchen ist ja auch lustig, brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist ja hier auch mit so einem, ja, mit einem, mit den ganzen Markings drauf. Ist das genau was für mich? Jetzt hole ich es raus. Ich hole es jetzt raus, ja.
So, typisch, ich zeig's mal rein. Eigentlich so, wie ich es auch kenne hier von der AUG. Und ich denke mal, bei jedem anderen GAK-Karton ist es auch so. Hier ist die MK18 gebettet. Und ihr seht, das Teil ist richtig klein. Und das ist auch das Besondere. Auch die Originale, die hat glaube ich 10,3 Inch Barrel, also ziemlich kurz das Ganze. Es ist eine schöne, kompakte Waffe fürs Militär. Nur ganz kurz, also wie gesagt, Daniel Defense, das hau ich noch raus, oder? Sonst platzt mir der Kopf, ich muss das loswerden. Also Daniel Defense ist ein US-Hersteller von extrem robusten und hochwertigen Waffenteilen, produzieren auch Waffen selber, so wie hier diese MK18. Und ja, das US-Militär hat da Interesse dran gefunden und hat auch mal ein paar Gewehre von diesen MK18 gleich mal beauftragt. Und so findet man das bei US-Army, Spezialeinheiten, Navy, Marines oder weiß ich was da alles noch kreucht und fleucht. Die sind hier mit der MK18 unterwegs. Und das Besondere ist wirklich hier auch dieser kurze Lauf, der aber dennoch hier der Präzision und Zuverlässigkeit dieses Gewehrs nicht im negativen Sinne nachhaltig ist, sondern das Teil funktioniert richtig gut und ja, sonst hätten es ja nicht die Militärs gekauft. Und das Tolle ist jetzt, ich habe es jetzt hier als GAK Gas Blowback Airsoft Modell. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Also es ist, überrascht mich wirklich, ich habe es ja auf Fotos nur gesehen, aber wenn ich es jetzt so in der Hand halte, ist es wirklich ziemlich knuffig, das Teil. Und fässt sich schon mal richtig genial an. So, was haben wir denn hier noch? Ich lege es mal kurz zur Seite. Ich gehe da gleich näher ran. Dann haben wir hier noch ein Magazin dazu. Es ist aber leicht. Ein G5 Gas Blowback Magazin. Ersatzmagazine kosten so um die, ja, über 80 Euro. M4 Magazin passt natürlich auch von GAK. Dann ist dabei eine Anleitung und zum Schluss ein Speedloader. So, jetzt packen wir das mal zur Seite. Oh, jetzt gucken wir uns das mal genauer an. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen vollständig. Machen wir hier das Magazin mal rein. Ah, schön Colt Markings drauf. M41 Carbine 5,56 mm. Alles hier, ich zeige es mal rein, ich hoffe, man kann es sehen. Und wenn, mache ich hier nochmal mit einem anderen Video, blende ich es nochmal näher rein. Also wir haben hier richtig schön tief eingefräst die Colt Markings. Richtig schön gemacht. Was ich hier sehe, haut den Sammler wieder so ein bisschen runter. Jetzt haben wir hier die Sniper Markings, Kaliber 6 mm und das F. Hätte man auch schön dezent hier unten dran machen müssen, denke ich mal, gerade bei so einem Sammlermodell. Kann ich mir aber mit Aluminiumbrünierung dann noch ein bisschen dunkler machen, dass es nicht so auffällt. Aber das finde ich erstmal nicht so gut, weil die haben noch, eigentlich macht Sniper hier immer so schön hier unten. Warum sie es jetzt hier an der Seite gemacht haben, aber immerhin nicht auf der Seite. Das wäre wirklich absoluter Tabubruch. So, gucken wir uns mal die anderen Markings an. Hier das Daniel Defense. Ja, guck mal. Hier, ich zeig's mal, muss ich so rumhalten. So, hier auch hier am Handschutz. Alle Markings drauf. Daniel Defense, auch die Bezeichnungen von den einzelnen Schienenpositionen. Wir haben hier auch Daniel Defense Flash Hider. Allein der Farbton, zieht euch mal den Farbton rein. Ich muss mal ein bisschen hier rangehen. Originalgetreu, muss ich sagen, richtig genial. Der Stock. Ein bisschen Spiel im hinteren Bereich. Und vorne auch ein bisschen. Aber ansonsten, Rail sitzt auch bombenfest. Oh, schön, wie man das aufklammert. Richtig mit. Das ist nicht zu locker, wie man das so bei Airsoft-Modellen sonst kennt, sondern das ist richtig schön stramm. Das ist hochwertig, das ganze Teil. Ja, und wir haben hier sehr viel Stahl, sehr viel hochwertiges Aluminium, also robustes Aluminium verbaut, sodass euch hier so schnell nichts kaputt geht. Auch wenn ihr das hier mal fallen lässt, denke ich mal, hält das eine ganze Menge aus. Die Daniel Defense Schiene hier vorne ist CNC gefräst, merkt man auch so ein bisschen leicht scharfkantig. Der Flashhider wird Stahl sein, so wie ich es gehört habe. Hier der Buddy. Aus Aluminium, die Tube auch aus Aluminium,
aber die Internals, alles aus Stahl. So, und jetzt wollen wir mal ein Probefeuer machen mit dem Ding, wie das Teil zappelt. Ah, das mache ich jetzt mal. Also. Ja. Ich habe ja alles schon vorbereitet. Ich blende euch auch die Daten mal schon mal ein von dem Gewehr. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, bei Sniper, die haben das jetzt zum Beispiel wieder reingekriegt für 690. Ey, das schneit draußen. Es fängt draußen an zu schneien, ich fasse es nicht. Richtig cool. Passt ja jetzt zu Weihnachten. Es schneit. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil dann müsste ich jetzt aufstehen und das Stativ umdrehen, aber es fängt jetzt wirklich an zu schneien. Oh, ein Zeichen. So, jetzt probieren wir es mal aus. Also, Magazin lässt sich auch richtig gut einlegen. Liegt wahrscheinlich jetzt an dem Kunststoffmagazin, weil Reaper hat ja bei seinem M4-Video von GHK gesagt, dass es ziemlich schwer reingeht, aber hier MK18 flutscht richtig gut. Hat auch kein Spiel. Ja, schön fest drin. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Rastet natürlich jetzt in der hintersten Position ein, weil ich jetzt keine BBs drin habe, aber wir haben wie beim Original natürlich hier auch den Boot Release, den drücke ich mal und dann flutscht das satt nach vorne. Jetzt lasse ich mal den Finger drauf, damit ich ein bisschen Dry Fire machen kann. Boah. Kickt ordentlich ab. Ich zoome mal ein bisschen hier ran. Wo habe ich denn meine Fernbedienung, damit ihr euch das mal reinziehen könnt? So. So. Der Abzug. Unglaublich. Man hat so ein bisschen. Man hat ja so ein bisschen Elektro-Tacker-Feeling. Denn der Druckpunkt ist ja wirklich, ich lege hier an den Finger. Jetzt habe ich, man seht ihr, es bewegt sich ja gar nichts, weil ich nämlich hier schon drauf bin. Wenn ich jetzt, zack, reset, auch ziemlich kurz. Und ihr seht, kommt gar kein Gas weiter raus, auch wenn man schneller schießt. Ich merke zwar, das Magazin wird ein bisschen kühler. Richtig cool. Ist ein bisschen kühler geworden, aber ich denke mal auch durch den Kunststoff hält sich das wirklich in der Waage. Und ich bin ja mega... Der Abzug ist ein Traum. Richtig genial, ja, das soll es auch schon gewesen sein. Warte mal, ich mache das mal, weil ich ja die Kamera so nah dran habe, fahre ich hier nochmal ran. Könnt euch das mal genau anziehen, mach mal so, dass nicht mein Gesicht hier scharf ist, sondern das Gewehr. Traum. Außerhalb die Markings hier von Sniper, die muss ich auf jeden Fall noch mit Aluminiumbrünierung dunkler machen. Ja, zieht euch das Pferdchen rein, zieht euch die Markings rein, richtig genial. Jetzt nochmal die Daniel Defense Markings. Super genial. So, das war's gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel mit einem schönen neuen Spielzeug. Ich bin mega begeistert. Es sieht richtig genial aus. Allein dieser Farbton hier von dem Handschuss. Ist schon was Besonderes. Also auf jeden Fall, GHK M4 soll ja für Spieler richtig gut sein. Dank Markings auch für den Sammler, also for me und für den Renektor. Ich denke mal hier ist alles miteinander vereint. Also richtig genial. Ich muss mal noch mal was abziehen. Jetzt ist die Luft raus, bei mir auch. Bruce BB2K Airsoft Channel. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder.
Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir alle gesund. Bald haben wir es geschafft. Bald kann ich mir das T-Shirt anziehen. Corona Survivor 2020. Und denkt dran, wer so ein T-Shirt haben will, haut den passenden Hashtag rein. Ich suche dann den Gewinner raus. Mach's gut. Ich bin raus.